habe Dehil Süleyman vor dem Bundestag getroffen, wo tausende Jesiden gegen die Abschiebung in den Irak demonstrieren, und das, obwohl der Bundestag den Völkermord an den Jesiden anerkannt hat. Ich habe Dehil Süleyman heute hier auf die Tribüne im Deutschen Bundestag eingeladen, damit er den Menschen aus den Parteien in die Augen sehen kann, die sein junges Leben zerstören wollen. Neben ihm sitzt Alia Hassan, eine ausgebildete Hebamme. Alia Hassan ist ebenfalls Jesidin, deren Cousinen im Irak 4 bzw. 8 Jahre von radikalen Muslimen als Sexsklavinnen verschleppt wurden. Sie spricht fließend Deutsch und arbeitet in Deutschland. Aber sie soll zeitnah in den Irak abgeschoben werden, wo ihr dasselbe Schicksal wie ihren Cousinen droht. Gehen Sie nach dieser Debatte auf die Tribüne, sprechen Sie mit Dehil Süleyman und Alia Hassan. Die werden bis 5 Uhr dort oben sitzen und auf Sie warten. Erklären Sie ihnen, warum Sie Zehntausende gut integrierte Jesiden abschieben, während Hunderttausende radikale Muslime in Deutschland bleiben dürfen.